Der nächste Keynote-Speaker oder auch der einzige Keynote-Speaker dieser Tagung, das ist Markus Beckedahl. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Markus Beckedahl ist der Gründer und Chefredakteur von netzpolitik.org, einer der größten Gemeinwohlmedien in Deutschland. Und dort schreibt er seit 2002 über Debatten der digitalen Gesellschaft. Er ist Mitgründer der Republika-Konferenz, die immer in Berlin stattfindet, eigentlich immer jährlich. Dieses Jahr ist natürlich auch ein Ausnahmejahr. Und er ist Autor und Herausgeber diverser Bücher zur digitalen Welt, unter anderem Die digitale Gesellschaft, Netzpolitik, Bürgerrechte und Machtfrage oder Überwachtes Netz, Edward Snowden und der größte Überwachungsskandal in der Geschichte der Menschheit. Hallo Markus Beckendahl. Ja, ich freue mich hier zu sein. Das ist mein erster richtiger Vortrag vor Menschen seit über einem halben Jahr. Ich war so nervös, ich bin um 5:30 Uhr schon aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen, was ein bisschen bedauerlich war. Ich finde es ganz toll, dass mittlerweile politische Bildung und Medienkompetenz zusammengedacht wird. Damit kommen so zwei von meinen Herzen zusammen, was wir seit vielen Jahren bei netzpolitik.org neben den harten Themen der digitalen Gesellschaft mitbehandeln, Digitalkompetenzen, politische Bildung für diese Themen. Das freut mich sehr. Das Programm ist sehr vielfältig. Ich habe mir gedacht, naja, bevor ich jetzt irgendwelche Sachen doppele, die auch schon im Programm vorkommen, in den Workshops, konzentriere ich mich mal auf zwei Themen, die so ein bisschen politische Medienkompetenz zusammendenken und eher nicht da drin sind, vielleicht auch, weil sie ein bisschen technischer Natur sind. Trotzdem sind das wichtige Themen, wo man sich Gedanken machen muss, wenn man im Bereich Digitalkompetenz, Medienkompetenz tätig ist oder generell in der politischen Bildung oder sogar in beiden Feldern. Kommen wir zum ersten Thema. Ich bin mit Computern groß geworden und seit ich klein bin, muss ich mit Tastaturen umgehen. Irgendwann kamen die Mäuse dazu und so weiter. Und ich träume eigentlich von klein auf davon, mit Computern reden zu können. Also mal diese Brückentechnologien, Tastatur, Maus und so weiter loszuwerden, endlich mal sprechen. Es gibt ja auch schöne Vorlagen, so wenn man mit Science Fiction auch aufwächst, dann stellt man sich vor, das muss doch einfach irgendwann kommen. Ich habe da mal mit 20 nach der Schule einen Volkshochschulkurs für 10 Fingertippen gemacht. Nach zweimal habe ich das abgebrochen, weil ich zu faul war und ich war auch voll felsenfest überzeugt. Brauche ich bald nicht mehr, das ganze Tippen. Ja, so 23 Jahre später tippe ich immer noch mit 4, 5 Fingern. Jetzt gibt es diese Technologien, aber jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr, sie zu nutzen. Und das ist ein großes Problem, so, dass halt mittlerweile überall Mikrofone eingebaut werden und praktische Sprachassistenten uns eine ganze Menge Arbeit abnehmen, aber leider auch mit einigen, ja, Hintergedanken oder ein paar Problemen. Auf der einen Seite ist es total toll, wenn man Sprachassistenten hat. Wenn man ein Mensch mit Behinderungen beispielsweise ist, keine Tastatur bedienen kann, dann kann das schon zu einer Emanzipation führen und zum bewussteren Umgang mit Technologien. Ältere Menschen finden es toller, sozusagen mit einem Sprachassistenten sprechen zu können, als auf so ein kleines Display zu gucken. Also es gibt sehr viele Vorteile. Leider haben wir das Problem, dass die gut funktionierenden Sprachassistenten, die derzeit auf dem Markt sind, von sehr wenigen Unternehmen kommen, die eigentlich den Markt kontrollieren. Vor allen Dingen Amazon. Google ist ein bisschen abgeschlagen. Es gibt noch kleinere Konkurrenzprodukte, aber wir gewöhnen uns quasi gerade daran, diese Technologien einzusetzen und wir verbinden vor allen Dingen diese Technologien mit einzelnen Akteuren, wie in diesem Fall vor allen Dingen Amazon. Amazon findet das ganz praktisch, investiert auch sehr viel Geld in die Entwicklung, rennt eigentlich allen anderen voraus und das ist so ein Teufelskreis, den wir immer wieder gesehen haben in der Monopolbildung von großen Tech-Konzernen. Und die Unternehmen sagen, hey, vertraut uns, aber auf der einen Seite wissen wir durch die Snowden-Enthüllungen, wir können diesen Unternehmen allein dadurch nicht vertrauen, weil diese Unternehmen halt amerikanische Unternehmen sind und verpflichtet sind, mit amerikanischen Sicherheitsbehörden zusammenzuarbeiten, ihnen direkten Zugriff darauf zu gewähren. Das mag jetzt für jeden Einzelnen noch nicht das Problem sein. Für mich als Journalist, als investigativer Journalist, der in diesem Bereich recherchiert, ist das schon ein Problem. Für Politikerinnen ist es schon ein Problem und für viele andere auch. Das ist übrigens dieselbe Problematik, die im Moment rund um Huawei und 5G-Ausbau diskutiert wird, weil Huawei ja auch chinesischen Sicherheitsbehörden Zugriff gewähren muss. Aber wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir uns halt überall Mikrofone reinstellen, um mit Computern reden zu können und die Unternehmen sagen,
glaubt uns. Also ich kann Ihnen nicht vertrauen. Es gibt halt eine ganze Menge Beispiele in den letzten Jahren, die gezeigt haben, warum sollten wir Amazon, Facebook und Google vertrauen? Die haben uns alle angelogen, auch bei diesen Sprachassistenten. Also es hieß so, keine Panik, eure Privatsphäre ist uns sehr wichtig, da hört schon keiner zu. Und dann kam raus, natürlich hören Leute zu, weil irgendwer muss ja überprüfen, ob diese künstlichen Intelligenzsysteme, eigentlich algorithmische Entscheidungssysteme, auch gut funktionieren. Weil diese Sprachassistenten, die da sind, die müssen ja erstmal lernen, mit unserer Sprache umzugehen. Ne? Und es gibt natürlich einige Probleme. Stellt euch mal vor, ihr habt einen thüringischen Akzent und wollt einen thüringischen Radiosender haben und kriegt die ganze Zeit einen australischen Radiosender angezeigt von Alexa. Das ist ein tatsächlicher Fall. Ich habe mal mit Radiolobbyisten geredet, die waren da sehr erbost drüber und forderten Regulierung. Aber letztendlich auch, wenn man einen normalen Akzent hat, diese künstliche Intelligenz ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die muss trainiert werden. Und selbstverständlich müssen dann Leute sich das anhören. Und das waren dann halt ja, Subbeauftragte, also die Subdienstleister, quasi Callcenter, die dann mithörten, was Menschen im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer ihren Alexas erzählten. Und wir haben das Problem, dass halt überall jetzt zukünftig noch Computer eingebaut werden mit Mikrofonen und so weiter in Geräten, die wir vielleicht gar nicht brauchen. Kaffeemaschinen sind da so ein Fall. Versucht mal irgendwie mal nicht smarte Kaffeemaschinen noch zu kaufen. Zum Glück gibt es die noch. Ich bin noch bei meinen Eltern ausgezogen, kriegte eine alte Kaffeemaschine mit. Wenn man die entkalkt hatte, lief die halt noch viele Jahre weiter. Heutzutage kommen die mit einer App teilweise. Ich finde das auch in der Theorie super praktisch. Man kann irgendwie im Bett liegen und bevor man aufsteht, kann man schon der Kaffeemaschine sagen, mach mal Kaffee und man spart sich so 5 Minuten, bevor man denken kann, so am Morgen. Aber keiner kann garantieren, dass der Computer, der da drauf ist, der ins Netzwerk angeschlossen ist, überhaupt das macht, was er machen soll. Stellt euch mal vor, da ist ein Computer drauf und ein Mikrofon, jemand hackt den und kann einen Livestream aus eurer Küche senden oder aber ein Bot-Netzwerk übernimmt eure Küchenmaschine und startet einen Cyberkrieg gegen Polen. Oder es gibt viele andere Möglichkeiten. Hacker spielen auch ganz gerne mit so Displays rum, wenn sie mal was gehackt haben. Und dann kommt dann so einfach die Anzeige, bitte werfen Sie 1 Euro rein. Und stellt euch mal vor, ihr lauft morgens in die Küche, wollt irgendwie Kaffeemaschine bedienen und da steht nur drauf, geht nicht, bitte werfen Sie 1 Euro rein. Und sie suchen die ganze Zeit den Schlitz. Also hochproblematisch. Und warum ich das erzähle ist, wir haben keine Regeln dafür, die uns als Verbrauchende schützen davor, dass diese Anbieter uns mangelnde IT-Sicherheit verkaufen, weil unsere ganzen Gewährleistungsrechte sozusagen gelten nur für die Hardware, aber nicht für die Software. Und sobald uns ein Hersteller diese Hardware verkauft hat, hat er häufig nicht mehr ganz so Anreize, auch die Software sicher zu halten. Das heißt, wir stellen uns teilweise Gerätschaften bei uns zu Hause ins Netzwerk rein, die schon, als wir sie gekauft haben, unsicher waren, weil Hersteller halt verpflichtet sind, 24 Monate Gewährleistungspflicht zu geben, aber für die Software überhaupt nicht haften. Das ist ein kleines Problem. Das haben wir immer als theoretisches Problem beschrieben mit dieser Kaffeemaschine und dann ist die Realität noch viel bizarrer gekommen. Das ist ein Thermomix-Klon. Thermomix von Vorwerk ist so ein 1.300 € Supermix-Essens-Zusammenmix-Ding. Ich kenne das auch nur aus der Theorie. Ich habe Freunde, die finden das super. Man schmeißt da ganz viel Zeug rein und der kocht dann für einen. Kostet aber sehr viel Geld und Lidl bot dann sozusagen eine Konkurrenz an, so ein Nachbau dieser Silvercrest Thermomix-Klon. In der Theorie total super, sollte genau das machen, was halt auch irgendwie der Thermomix macht. Dann haben sich Sicherheitsforscher das Ganze angeschaut, haben festgestellt, dass es eine uralte Android-Variante drauf, die halt offen war wie ein Scheunentor, ganz viele Sicherheitslücken hatte, überhaupt nicht mehr gepflegt wurde sozusagen. Und sie haben sogar noch ein Mikrofon gefunden, was schon mal eingebaut war, aber überhaupt gar nicht Teil des Produktes war. Also mit anderen Worten, wenn sowas im Netz steht, kann sich irgendjemand oder sei es nur ein Skript draufhacken, das Ganze, übernehmen und den Livestream raussenden in der Realität. Was machen wir jetzt damit? Naja, früher war es noch relativ einfach. Man konnte so ein bisschen auch von den besten Datenschützern im Silicon Valley lernen. Das war mal so ein Promo-Bild von Mark Zuckerberg. Und da sahen wir so im Hintergrund, wie er sich seinen eigenen Computer, also die Kamera abdeckte und gleichzeitig das Mikrofon mit Gaffertape abdeckte. Das geht
Bei einigen Rechnern, bei den neuen Macintosh leider nicht, weil da müsste man irgendwie auch die ganzen Boxen irgendwie abkleben. Aber ein bisschen kann man sich noch schützen. Das mit der Kameraabdeckung ist auch sehr sinnvoll bei Notebooks, aber auch mittlerweile bei Handys problematisch, wenn Handys mittlerweile so 4 Kameras dabei haben, gelten so die traditionellen Kameraabdeckungen nicht mehr. Aber wir haben halt generell ein Problem, dass das Internet eigentlich so wie dieses Symbolbild aussieht. Wir haben es aufgebaut und nie daran gedacht, oder das war von Anfang an eigentlich nicht dafür gedacht, dass Milliarden Menschen reingehen, Milliarden Küchengeräte ans Netz angeschlossen werden. Und wir haben uns zu wenig Gedanken über IT-Sicherheit gemacht und auch die wir haben immer noch mangelndes Wissen und mangelnde Verbraucherrechte und Gesetze, die uns besser schützen, weil im Moment läuft es halt noch darauf hinaus so, ja, alle stellen sich den theoretisch mündigen Bürger vor, den wir aber noch nicht wirklich erreicht haben, weil dafür bräuchte man eigentlich ein Jurastudium, ein Journalismusstudium und ein Informatikstudium. Haben wir nicht. Aber wir haben auch noch nicht die richtigen Gesetze, die uns schützen. Also wir sind eigentlich sozusagen darauf, oder wir werden alleine gelassen, müssen uns selbst weiterbilden, müssen uns selbst sozusagen schützen, müssen dieses ganze Wissen haben. Gut für Sie, wenn Sie in der Weiterbildung tätig sind, sozusagen. Es gibt mehr als genug Arbeit, aber ein Problem für unsere Gesellschaft. Oder halt das Internet der Dinge ist, wenn der Toaster Bitcoins erzeugt, um seine Spielschulden beim Kühlschrank zu bezahlen, um das mal sozusagen zu erklären, dass wir überhaupt gar nicht wissen, was unsere Geräte anstellen. Es gibt auch ein bisschen Hoffnung in diese Richtung. Also auch wenn Amazon und Co. jetzt gerade den Markt aufräumen, die ganzen Sprachassistenten übernehmen, es gibt auch Alternativen. Snips ist eine schöne Open-Source-Alternative. Leider jetzt aufgekauft von Sonos. Gut für Sonos, weil die haben jetzt irgendwie ein Open-Source-System. Schlecht für irgendwie alle anderen Hersteller. Ich habe mir blöderweise ein Konkurrenzprodukt gekauft, was jetzt nicht auf diese Open-Source-Software aufbauen kann wahrscheinlich. Man kann auch sozusagen beitragen, dass es dezentrale, offene Sets gibt von Sprachassistenzstimmen, wenn man bei Mozilla Common Voice mitmacht. Das ist ein Crowdsourcing-Projekt, wo man sozusagen selbst Sachen einsprechen kann und was dann teilweise Teile von den Datensets wird, die dann bei offenen alternativen Systemen, die hoffentlich den Datenschutz von Anfang an eingebaut haben, im Gegensatz zu Amazon, Alexa und Co., irgendwie mit verwendet werden kann. So. Das war der erste Teil. Ja, es geht ewig. Der zweite Teil. Ich bin Brillenträger, auch von klein auf wünsche ich mir irgendwie, dass meine Brille vielleicht mal ein bisschen smarter wird oder so weiter. Und die Technologie ist so ein bisschen weiter fortgeschritten. Hier sieht man so ein bisschen so grob so den Anfang. 1980 war das noch irgendwie im experimentellen Universitätsstatus. Das ist Steve Mann, einer der Urväter sozusagen von diesen smarten Brillen. Heutzutage sieht das so aus. Google Glass seit 10 Jahren auf dem Markt, wird zum Glück irgendwie im Moment vor allen Dingen im Industriebereich verwendet. Das ist die neue Brille von Facebook, die im nächsten Jahr auf den Markt kommen wird. Die sieht schon ein bisschen cooler aus als die vorher. Und auf der einen Seite ist es eigentlich, ja, also so stelle ich mir immer vor, so eine Kamera in der Brille zu haben, abgesehen davon, dass ich gerne auch so ein Screen hätte, um nicht aufs Handy gucken zu müssen. Aber so eine Kamera in der Brille mit Gesichtserkennung hat eigentlich sehr viele praktische Vorteile. Ne, man kann so durchscannen, wäre es interessant, oder man kennt das vielleicht von Partys, man labert die ganze Zeit Smalltalk mit irgendwelchen langweiligen Leuten und hätte man vorher gewusst, wer das ist, hätte man Lebenszeit gespart und mit interessanteren Menschen geredet. Also eigentlich will man sowas haben, aber andererseits möchte ich auch auf Partys gehen können, ohne dass ihr sozusagen mich eher als langweiligen Menschen identifizieren könnt und so weiter. Und das ist natürlich so eine Diskrepanz oder so eine Problematik bei der Einführung von diesen Kameras. Abgesehen davon, stell dich mal vor, wie könnten so kulturelle Events wie Karneval oder sonst wie stattfinden, wenn alle mit Kameras rumlaufen würden und feststellen könnten und auch in Echtzeit wahrnehmen könnten, wer knutscht mit wem rum. Ich weiß nicht, ob Karneval hier in Hannover ein großes Thema ist. Ich komme aus dem Rheinland ursprünglich, deswegen kann ich mir das immer vorstellen, dass das keine gute Idee sei. Diese Technologien gibt es. Kameras mit Gesichtserkennung gibt es. Sie werden zum Glück noch nicht eingesetzt, weil unklare gesetzliche Rahmenbedingungen, es ist immer noch unklar unter Experten, Juristen, inwiefern die Datenschutzgrundverordnung einen davor schützt, aber sie werden verkauft.
Vielleicht nicht direkt in Europa, aber man kann sie sich dann in den USA holen. Und wer weiß, was halt nächstes Jahr passiert, wenn Facebook mit seinen Dingern auf den Markt kommt, genau wie Snapchat schon eigene Kameras hatte. Und das ist nicht nur eine theoretische Überlegung. Wir haben dieses Jahr bei netzpolitik.org mal ein Unternehmen recherchiert, sehr ausführlich, ein polnisches Unternehmen, das bot eine Bildersuchmaschine an. An und für sich auch was ganz Praktisches. Ne? Man lädt sein Bild hoch und kriegt dann von der Suchmaschine relativ gut angezeigt, auf welchen Seiten Bilder von einem sind. Das funktioniert dann so, dass man, oder funktionierte so, man lud ein Bild hoch, man konnte auch irgendwie irgendwelche Prinzessinnen verwenden und dann kriegte man Unmengen Bilder angezeigt, sehr gut sortiert, erschreckend gut sortiert, die man eigentlich gar nicht finden sollte. Und wir haben darüber aufgeklärt, seitdem sind dann Datenschutzbehörden gegen das polnische Unternehmen vorgegangen. Die haben erstmal ihr halbes Geschäftsmodell verabändern müssen, viel leugnen müssen, sind jetzt auf die Seychellen umgezogen sozusagen. Das wird noch spannend, wie dann die Datenschutzbehörden damit umgehen. Weil es gab auch viele Probleme. Stellt euch mal vor, ihr sitzt irgendwie in der Bahn und gegenüber sitzt eine Person, die ihr gar nicht mögt, die aber mal ein Foto von euch macht, hochlädt, sozusagen gleichzeitig sofort irgendwie darüber euer Instagram-Profil oder sonst wie findet, euer, wo ihr wohnt und so weiter. Das sind eigentlich Technologien, die, da müssen wir darüber diskutieren, ob wir die wirklich in der Gesellschaft verbreitet sehen wollen oder ob wir sagen, das ist eine Grenze erreicht, sozusagen, wo so etwas nicht sein darf. Hier mal noch ein anderes Beispiel. Die Frage, solange wir das nicht haben, solange immer noch auch ein bisschen unklar ist, sind solche Geschäftsmodelle legal, gehen Datenschutzbehörden dagegen vor oder nicht? Die deutschen Datenschutzbehörden waren sehr motiviert, die polnischen waren nicht so ganz motiviert, die Deutschen konnten aber auch nur den polnischen sagen, macht mal was, und die Polen haben das sozusagen aus den deutschen Medien erfahren. Also unklar, ob das alles so funktioniert. Bis dahin bleibt halt nur irgendwie ein bisschen die Selbstverteidigung. Man kann sich halt irgendwie LEDs in die Brillen reinmachen, aber als Brillenträger kann ich sagen, damit würde ich nicht Fahrrad fahren, überzeugt mich noch nicht so ganz. Funktioniert aber gegen die Gesichtserkennung, die halt meistens irgendwie Abstand der Augen, Nase und so weiter als biometrische Erfassung macht. Man kann so bestimmte Umhänge tragen, aber das ist auch kulturell nicht in allen Gegenden Deutschlands akzeptiert. Aber die haben so bestimmte Stoffe, die halt irgendwie auch Kameras verwirren. Man kann sich schminken, aber auch außerhalb von Karneval ist das nicht überall akzeptiert, vor allen Dingen, wenn man Mann ist. Vor allen Dingen, wenn man sich halt falsch schminkt, sieht es einfach nur blöd aus und funktioniert nicht für den eigentlichen Fall. Es gibt Schmuck. Oder aber die größte Innovation, seit es Corona gibt, es gibt Masken. Und diese Masken sind tatsächlich im Moment so das beste und weit verbreitetste Mittel gegen aktuell funktionierende Technologien zur automatisierten Gesichtserkennung. Da würde ich mich leider auch nicht darauf verlassen, dass das immer so weiter bleibt, weil die algorithmischen Entscheidungssysteme werden auch immer besser und können auch mittlerweile mit weniger False Positives auftreten. Das löst aber noch nicht alle Probleme, dass wir trotzdem noch andere Arten von Kameras bekommen. Gerade in der Corona-Phase, Corona-Zeit ist halt so das Sicherheitstheater irgendwie auch ein bisschen hochgegangen. Also es gibt Unternehmen, die bieten dann Infrarotkameras an, womit man Fieber erkennen sollte und damit Corona-Infektionen. Da gibt es eine ganze Menge Unternehmen, die sowas anbieten. Es gibt auch ganz viele Institutionen, die sowas kaufen, in der Hoffnung, damit ein Problem zu lösen. Das Problem ist, es gibt keinerlei wirksame, also keine Studien darüber, dass das überhaupt funktioniert, außerhalb von den Marketingbroschüren von Anbietern. Ja, wie gehen wir jetzt damit um, dass überall Kameras hingebaut werden? Man könnte sie einfach verbieten. Man könnte sagen, im öffentlichen Raum darf keine automatisierte Gesichtserkennung passieren. Das könnte die EU für die gesamte EU festlegen. Das war sogar mal als Vorschlag in einem Entwurf eine für neue EU-Gesetzgebung drin, wurde aber unter anderem von Horst Seehofer irgendwie sofort als, in seiner Funktion als Innenminister bekämpft und ist aus diesem Vorschlag rausgegangen, Gesetzesvorschlag rausgekommen. Aber diese Forderung kann man immer weiter stellen. Allerdings muss man sie halt sozusagen auch ein bisschen ausweiten, weil die besten Technologien gegen Gesichtserkennung bringen wenig, wenn dann demnächst irgendwie unser Gang entdeckt werden kann. Und da haben wir ein richtiges Problem, weil man kann sich natürlich eine Burka und so weiter drüber ziehen, um seinen Gang zu unerkennbar zu machen, aber versucht mal 100 Meter weit zu laufen, ohne in euren normalen Gang reinzukommen. Also es ist gar nicht so einfach, mal anders zu laufen, als man es gewohnt ist.
Was kann man jetzt eigentlich machen? Das waren nur zwei von ganz vielen Beispielen. Viel seht ihr ja noch in den unterschiedlichen Workshops. Es gibt so verschiedene Möglichkeiten. Ihr kommt alle aus der politischen Bildung, aus der Weiterbildung. Natürlich brauchen wir mehr Geld für Weiterbildung. Wir brauchen viel mehr Geld für Weiterbildung. Seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit Digitalkompetenzen. Seit 20 Jahren höre ich von allen Politikerinnen in allen Sonntagsreden, wie wichtig Medienkompetenz ist. Und guckt man dann in die Haushalte rein, dann findet man diese Posten eigentlich fast gar nicht. Oder man guckt in den Bundeshaushalt rein, da findet man dann im Verkehrsministerium, was auch für digitale Transformation sozusagen zuständig ist, Medienkompetenzgelder, die werden aber verwendet, um den deutschen Computerspielpreis zu finanzieren. Was total absurd ist, aber okay, CSU geführt. Was wir auch brauchen, ist halt irgendwie mehr Digitalkompetenzen in der Schule. Es gibt zwar 6,5 Milliarden Euro gerade, die auf dem Spieltisch liegen für die bessere Ausstattung von irgendwie Schulen, aber bis Stand Ende Juni 2020, das war vor 2 Monaten, wurden davon ganze 14 Millionen oder 16 Millionen ausgegeben oder bewilligt sozusagen. Da haben wir ein ziemliches Problem. Ne? Also ich kenne sehr viele Eltern, die totale Panik haben vor diesem Winter, wenn Schulen ausfallen und alles wieder zurückfällt. Ich kenne auch sehr viele Lehrerinnen, die Panik davor haben, dass sie irgendwie mangels Weiterbildung, mangels Hardware gar nicht in der Lage sind, diese Anforderungen von vielen Eltern zu erfüllen, irgendwie Homeschooling-Unterricht zu machen, weil wir das einfach viel zu lange verschwendet oder ausgesessen haben und das Problem nicht angegangen sind und jetzt nicht über Nacht auf einmal die ganzen Schulen digital werden können, nur weil gerade 6,5 Milliarden Euro bewilligt worden sind. Was auch uns bewusst sein sollte, und ich glaube, ich bin hier in einem Rahmen, wo das auch schon ein bisschen passiert, wir brauchen Medienkompetenzvermittlung nicht nur für Kinder und Jugendliche. Auch das ist ein großer Fehler der Medienkompetenzförderung, dass halt eigentlich immer nur sich konzentriert wurde auf Kinder und Jugendliche. Das sind nur knapp 10% über den Daumen gepeilt, geschätzt der Bevölkerung. 90% gehen nicht mehr zur Schule. Und wenn wir uns all die negativen Nebenwirkungen von sozialen Medien in der Gesellschaft anschauen, dann habe ich das Gefühl, über 50-jährige Männer, wo ich auch irgendwann dazugehören werde, sind die größten Adressaten von oder die größte Zielgruppe, die unbedingt die Vermittlung von mehr Medienkompetenz bräuchten. Aber wie erreichen wir die, wenn wir uns vor allen Dingen nur auf die Schulen konzentrieren? Das ist ein großes Problem. Und das ist eine sehr schöne Grafik, die mal vom World Economic Forum gemacht wurde, wo eigentlich hier schon 24 verschiedene Skills draufstehen, die man eigentlich bräuchte, um dieser mündige Bürger zu sein. Und das ist eigentlich noch viel, viel mehr als die klassische Medienkompetenzbildung sozusagen beschreibt, weil wir oder bisher vermittelt, weil im Moment ist es halt so, dass wir uns ein Smartphone kaufen und bisher hoffte die Gesellschaft, dass dann die Medienkompetenz automatisch vom Himmel fällt, aber in dem Smartphone ist ein Fernsehstudio und so weiter drauf und Leute können live auf Sendung gehen und wir wundern uns alle, dass da so viele Probleme bei entstehen, während es früher die Situation war, dass diejenigen, die live auf Sendung gehen konnten, vor 20, 30 Jahren erstmal 2 Jahre Volontariat oder sonst wie in einem Medienhaus, in einer journalistischen Ausbildung machen mussten, bevor sie überhaupt Zugang zu einem Sender hatten. Also diese ganzen Fragestellungen müssen wir irgendwie vermitteln und da bin ich sehr froh, dass zumindest hier in der Landeszentrale für politische Bildung in Niedersachsen Medienkompetenz und digitale Bildung zusammengedacht wird. Was auch wichtig ist, nochmal so ein bisschen inhaltlich zu sagen, so wenn man sich wünscht, wie halt eine Zukunft sein könnte, der Chaos Computer Club hat es vor über 30 Jahren formuliert, was eigentlich der Leitsatz für jede auch politische Medienkompetenz sein sollte. Öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Das ist der zentrale Satz der sogenannten Hackerethik des Chaos Computer Club. Und ja, sollte man eigentlich in sämtlichen Amtsstuben am besten an den Türen stehen. Dazu zählt auch, wir müssen Datenschutzbehörden besser ausstatten, wir müssen auch Datenschutz besser vermitteln. Datenschutz vermitteln ist auch Teil von Medienkompetenz, politischer Medienkompetenzbildung. Wir brauchen mehr Forschung zur Anonymisierung, um halt auch irgendwie dagegen Big Data oder besseren Schutz vor Big Data zu haben, sozusagen, dass halt überall riesige Datenmengen gesammelt werden, die im Moment nicht ausreichend geschützt sind, die dann von automatisierten Entscheidungssystemen, sogenannter künstlicher Intelligenz, ausgewertet werden können, wo wir alle, selbst wenn wir pseudonym da drin gespeichert werden, sehr schnell aufgrund von Statistik entdeckt werden können. Was wir auch brauchen, ist mehr
Tipps und Tricks zur digitalen Selbstverteidigung, weil im Moment muss man ja auch noch wissen, wo man überall Daten hinterlässt und wie diese ganzen Datensysteme funktionieren, beziehungsweise diese ganzen Werbesysteme, die intransparent unsere Daten sammeln wollen, um uns Geld für Geld Werbung anzuzeigen. Das ganze Geschäftsmodell von Facebook, Google und Co. basiert darauf. Aber wer bringt uns das bei, wie wir uns selbst schützen, wenn wir nicht ausreichend gute Verbraucher- und Datenschutzgesetze haben, die das für uns übernehmen? Wir müssen uns das selbst beibringen oder ihr in eurer Funktion, in euren Weiterbildungssachen. Da gibt es auch sehr gute Werkzeuge, auf die man immer zurückgreifen kann. Ich sage immer, jede E-Mail, die man unverschlüsselt verschickt, kann von ganz vielen Datenstaubsaugern weltweit gelesen werden. Man kann E-Mails verschlüsseln, man kann auch Messenger nutzen, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingebaut haben, wobei ich immer sagen muss, auch wenn WhatsApp Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingebaut hat, ich nutze WhatsApp nicht, weil Facebook viel mehr Interesse daran hat, zu wissen, wer kommuniziert eigentlich mit wem und wo, um darüber Werbung und andere Sachen ausstrahlen zu können. Das Geschäftsmodell möchte ich nicht unterstützen. Man kann auch seine Datenspuren hinter verschleiern, indem man Tor-Anonymisierungsnetzwerke nutzt. Da gibt es den sogenannten Tor-Browser für. Das ist allein schon dadurch sinnvoll, wenn man halt auf eine Medienseite geht, wo im Hintergrund 50 Tracker versuchen rauszufinden, wer man ist, um in Echtzeit Werbung für einen einzublenden, dann sind diese Systeme total verwirrt, wenn man aus dieser Tor-Wolke herauskommt und gar nicht mehr statistisch so einfach erfassbar sind. Ein Spruch, der sozusagen auch aus öffentliche Daten verwenden, private Daten schützen kommt, ist halt Public Money, Public Code, öffentlich finanzierte Software, öffentlich finanzierte Inhalte sollten eigentlich selbstverständlicherweise unter freien Lizenzen bereitgestellt werden. Es gibt viele Projekte der politischen Bildung und Medienkompetenz, die halt mit offenen Bildungsmaterialien praktizieren, das umsetzen. Wir brauchen das auch viel mehr bei öffentlichen Softwareprojekten. Ein schönes Beispiel in diesem Jahr war die sogenannte Corona-Warn-App, die ich allen empfehlen kann, zu nutzen, vor allen Dingen, wenn ihr hier gerade alle eigentlich fast schon zu nah aneinander sitzt, weil diese Corona-Warn-App ist in der öffentlichen Debatte immer besser geworden, bevor sie überhaupt dann in Auftrag gegeben wurde. Am Anfang dachte man, man kann irgendwie ein Überwachungsnetzwerk aufbauen, was nicht funktioniert hätte, aber ein Überwachungsnetzwerk geschafft hätte. Dann ist diese Debatte immer mehr dahin gegangen, dass eigentlich, um Vertrauen zu schaffen, so ein System, was automatisiert im Hintergrund schaut, wen treffe ich denn gerade, für wie lange, um darüber auch Menschen zu informieren, dass man möglicherweise sich angesteckt haben könnte, dass das halt, ja, um Vertrauen zu schaffen, Open Source sein müsste. Irgendwann hat die Bundesregierung gesagt, okay, wir probieren das alles mal aus. Und jetzt haben wir das erste Mal ein IT-Großprojekt, was funktioniert hat, innerhalb kürzester Zeit. Normalerweise dauern die 5 Jahre, werden an die Wand gefahren und dann wird ein neues gestartet. Ob das System dahinter überhaupt funktioniert, was die Epidemiologen sich wünschen, das muss die App erstmal zeigen. Aber auf jeden Fall ist eine gute App dabei rumgekommen, die halt vertrauenswürdig ist, offen ist und gezeigt hat, wenn der Staat zukünftig solche Softwareprojekte so angeht, dann könnte das halt besser funktionieren als auf dem traditionellen Weg. Und was auch dazu zählt, ist halt sozusagen private Daten schützen, öffentliche Daten nutzen. Wir brauchen mehr Open Government, wir brauchen mehr Transparenz, wir brauchen mehr offene Daten, die dann andere verwenden können. Auch damit wir als Bürgerinnen mehr Vertrauen in den Staat bekommen können, dass wir auch viel besser den Staat kontrollieren können. Und der Staat sollte eigentlich so offen wie möglich sein, weil es hat viele Vorteile, unter anderem, dass man halt Vertrauen aufbauen kann, wenn man sich auch besser kontrollieren lässt. Wir sagen bei netzpolitik.org immer, niemals aufgeben, auch wenn ich seit über 20 Jahren mit diesen ganzen Themen mich beschäftige. Ich weiß halt immer noch, wir stehen erst am Anfang der Debatte. Die Digitalisierung wird nicht mehr enden, sie wird immer weitergehen. Es führt dazu, dass man halt auch häufig relativ schnell aufgeben möchte, irgendwie, weil ja, die ganze Welt eigentlich immer schlechter wird, je nach der Perspektive, wo man drauf schaut und so weiter und irgendwie so wenig in politischen Mühlen vorangeht. Aber wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass wir eine lebenswerte digitale Gesellschaft in der Zukunft haben, wo unsere Grundrechte, Verbraucherrechte irgendwie gewahrt werden und wo einfach auch unsere Demokratie im digitalen Zeitalter erhalten bleibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Markus Beckedahl, für diesen sehr umfassenden, aber dann doch sehr gut verständlichen Input. Was ist die absolut wichtigste Maßnahme,
oder das wichtigste Handlungsfeld, um das sich die politische Bildung kümmern müsste? Schwierig, ja? Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Vielleicht kann man naja, auch also politische Medienkompetenz geht ja schon in diese Richtung, so, dass man halt einfach auch mal technische Zusammenhänge erklärt bekommt und danach dann auch politisch handeln kann, weil ich glaube, sehr viele Rahmenbedingungen sind einfach im Moment noch so schlecht, weil viel zu viele Menschen überhaupt nicht verstehen, was da schieflaufen könnte. Ne? Also ein Beispiel ist halt, wenn mal richtig im realen Leben bewusst wahrgenommen werden könnte, welche Daten von uns wo hinterlassen werden und wie die eigentlich diese Werbesysteme sozusagen, intransparenten Tracking-Systeme funktionieren, da würde es ja Aufstände geben. Aber dadurch, dass das alles so wenig greifbar ist, man irgendwie ein bisschen Technik-Expertise und so weiter braucht, geben alle sofort auf und die Probleme bleiben bestehen. Ja. Also das wäre vielleicht mal ein Wunsch. Also überhaupt das weiter vorantreiben, dass Leute verstehen, dass gerade digitale Themen immer politisch sind. Sozusagen. Und ja, ja, und vielleicht auch das, was bisher zu wenig in der politischen Bildung berücksichtigt werden konnte, dass man halt auch Technik mitvermitteln muss, weil wir machen uns abhängig von Technik. Und wenn man die Technik, die dahinter die Basics nicht ganz versteht, dann kann man auch nicht die richtigen Inhalte darüber machen. Okay, wir kommen nicht drum rum. Ich bin auch nicht so, ich wehre mich auch oft gegen Technik-Themen, aber das stimmt, wir kommen nicht drum rum. Vielen Dank, dass Sie das so anschaulich und gut vermittelt haben. Deshalb nochmal einen Applaus für Markus Becke da, bitte.